Die chronologische Reihenfolge von The Walking Dead, die richtige Timeline zum Angucken. Bei 11 Staffeln der Hauptserie, 8 Staffeln 4 The Walking Dead, 2 Staffeln World Beyond und mittlerweile mehreren Staffeln an Spin-Offs wird das Ganze immer unübersichtlicher und ich bin tatsächlich vollkommen davon überzeugt, es ist absolut zu viel. Ich habe bereits schon mal eines dieser Videos gemacht und heute mache ich mal eine aktuelle Version, denn heute geht es um die richtige chronologische Timeline von The Walking Dead, wie ihr am besten The Walking Dead guckt, wenn ihr es chronologisch schauen wollt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, bei so vielen Folgen und so vielen Staffeln und in diesen Staffeln so vielen verschiedenen Timeskips kann man nur durcheinander kommen. Und in meinen Kommentaren höre ich immer wieder des Öfteren hier, was ist eigentlich die richtige chronologische Reihenfolge? Und auch unter dem ersten Video, was ich dazu gemacht habe, ist öfter schon die Kommentare aufgetaucht. Hier irgendwie, mach mal eine aktuelle Version. Und genau das mache ich jetzt. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, ich habe hier nicht die ganzen Webisodes, die es da so gibt, wie Red Machete und Flug, leckt mich am Arsch, wie viel. Und diese ganzen kleinen Web-Episoden habe ich hier nicht mit reingezählt. Viele davon spielen aber halt auch zu einem Zeitpunkt vom gerade frisch ausgebrochenen Virus. Sprich, man kann die alle ziemlich gut in die ersten zwei, drei Platzierungen reinpacken, falls ihr die gucken wollt. So, jetzt haben wir schon genug rumgelabert. Ich starte jetzt direkt in die Reihenfolge. Zum Anfang startet ihr mit Staffel 1 von Fear the Walking Dead. Hier erlebt ihr wirklich den ersten Walker in den Vereinigten Staaten. Der Anfang des Ausbruchs in Amerika und quasi der Start der Zombie-Apokalypse, so wie wir sie aus The Walking Dead kennen. Als nächstes bleibt ihr bei Fear the Walking Dead und geht in Staffel 2 rein. Hier sehen wir weiterhin quasi den Anfang, wie alles ausläuft. Also ich weiß nicht genau, was für ein Zeitraum, aber die ersten zwei Staffeln von 4, würde ich mal behaupten, spielen so die ersten paar Wochen um den Dreh. Und in Staffel 2 wird quasi nochmal mehr gezeigt, wie das Militär sich verhält, was alles für Sicherheitsmaßnahmen kommen, wie sich kleine Gruppen schon bilden. Und nach wie vor immer noch quasi gerade frisch in der Apokalypse der Start in diese Welt. Als drittes geht es weiter mit Fear the Walking Dead Staffel 3. Hier sehen wir quasi die ersten großen Gruppierungen, die sich gemacht haben. Die ersten kleinen Gruppen, die sich zusammenschließen, um zu überleben. Zum einen die große Gruppe in Mexiko, als auch die Ottos, die ja schon wirklich sehr gut vorbereitet auf die Apokalypse waren. Und dementsprechend auch werden noch andere Probleme beleuchtet. Nicht nur quasi die bösen Walker, sondern auch direkt schon das Menschliche. Wie funktioniert überhaupt ein Leben miteinander in dieser Apokalypse. Als viertes sind wir nun in Staffel 1 von The Walking Dead angekommen. Rick wacht auf und erlebt quasi schon die Welt in der Apokalypse. Wir befinden uns schon einige Zeit da drin. Rick wacht auf, lernt quasi erstmal diese neue Welt kennen, trifft seine Familie, findet seine Freunde und findet quasi eine Gruppe, mit der er das Ganze überleben wird. Danach geht es weiter mit Staffel 2. Hier geht es hauptsächlich um das Verschwinden von Sophia auf dem Highway, dann Herschels Farm, was da alles für zwischenmenschliche Probleme ablaufen. Auch hier wieder mehr der Fokus auf das Menschliche miteinander, als jetzt wirklich, okay, was ist die Apokalypse los, wie können wir das verhindern? Einfach dieses Zwischenmenschliche, gerade zwischen Rick und Shane und die Suche nach Sophia und all diese zwischenmenschlichen Sachen werden hier in dieser Staffel definitiv schon mal mehr beleuchtet und wir bekommen halt viele neue Charaktere. Dann geht es weiter mit Staffel 3. Wir befinden uns hier quasi auf der Suche nach einem Unterschlupf für unsere Main-Gruppe. Die Suche nach dem Prison, beziehungsweise das Finden vom Prison und auch weitere Kontakte mit vielleicht nicht so netten Mitüberlebenden plus die ersten Berührungspunkte mit dem lieben Governor, der damit nach Shane quasi auch den ersten großen Bösewicht, der auch wirklich eine Gruppierung mit sich nimmt, quasi darstellt. Weiter geht's mit Staffel 4. Hier befinden wir uns im vollen Aufbau vom Prison. Das Prison wurde gereinigt, die Leute versammeln sich, es wird aufgebaut, Überleben und vor allem das Leben in der Apokalypse wird hier groß geschrieben. Es gibt viel mehr Struktur und halt normale Lebensweisen. Waschdienst, Kochdienst und so einen ganzen Stuff. Aber da wir uns in der Apokalypse befinden, haben wir immer noch den Governor hier sitzen, der halt auch hier für Unruhe sorgt, weswegen wir direkt weiter zu Staffel 5 gehen. Ja, denn Staffel 5, die Zeit nach dem Kampf mit dem Governor, ist im Prinzip ein großes Zusammentreffen. Der Weg nach Terminus, das Finden der Gruppe, also das Zusammenfinden der Gruppen in Terminus, beziehungsweise der Kampf mit den Leuten aus Terminus und dann auch hier, meiner Meinung nach, eine der stärksten Staffeln, das Überleben, das blanke Überleben in der Wildnis mit ganz, ganz wenig Essen, ganz, ganz wenig trinken, das Treffen auf Aaron, dementsprechend das Treffen auf Alexandria und quasi eine erste richtige, schon stabile Zuflucht für unsere Gruppe. Dann geht es weiter mit Staffel 6. Hier geht es hauptsächlich um den Hordentrieb, die große Horde von Alexandria fernhalten. Zwischenzeitlich bieten die Wolves das große Problem in dieser Staffel und wir sehen halt auch das erste Mal Leute, die wirklich sich diesem Ganzen so anpassen und es schon fast, naja, wie ein Spiel sehen. Im Gegensatz zu manch anderen Schurken sind die hier schon eher ein bisschen, naja, ich würde
würde sagen, ein bisschen komisch drauf. Und langsam aber sicher wird der Weg geebnet Richtung Negan, dem großen neuen Bösewicht. Das alles gipfelt dann direkt in Staffel 7, wo wir Negan das erste Mal wirklich in voller Pracht, ihn und seine Gruppe, die Saviors, sehen. Und er kommt auf die Bildfläche mit einem Hammerschlag auf die Köpfe der Zuschauer, ohne hier großartig zu spoilern, für die, die es nicht gesehen haben. Wir bekommen hier zum einen die Unterdrückung durch Negan und die Saviors dargestellt und vor allem auch den ersten Versuch oder die ersten Versuche, gegen Negan anzugehen und den Krieg quasi gegen Negan zu eröffnen. Das Ganze gipfelt dann in Staffel 8, dass der Höhepunkt des Kriegs gegen Negan und auch der Sieg gegen Negan, mehr oder weniger Sieg, der Sieg für Rick und seine Gruppe, die Freiheit, die sie da wieder zurückerlangt haben, wenn man das jetzt so nennen könnte. Schwierig in der Apokalypse zu sagen. So, und nachdem ihr euch jetzt ganz, ganz lang in der Hauptserie aufgehalten habt, geht es rüber zu Fear the Walking Dead Staffel 4. Denn so wie Morgan in The Walking Dead der Hauptserie gegangen ist, so ist er hier gekommen. Die Einführung von Morgan in Fear the Walking Dead. Manch einer würde sagen, der größte Fehler für Fear the Walking Dead. Manch einer würde sagen, das hat dem ganzen Franchise gut getan. Ich bin da so gespaltener Meinung. Allgemein bekommen wir in dieser Staffel ultra viele neue und vor allem super interessante und geile Charaktere in Fear the Walking Dead eingepflegt. Die alten Charaktere werden erstmal ein bisschen zurückgenommen und viel mysteriöser und dunkler aufgebaut, als sie eigentlich sind. Aber gut, erstmal die ganzen neuen Charaktere plus halt hauptsächlich die Einführung von Morgan. Ja, so schnell wie wir zu Fear the Walking Dead gegangen sind, so schnell springen wir wieder zurück. Wir sind in Staffel 9 der Hauptserie. Hauptsächlich geht es hier in dieser Staffel zum größten Teil um den Brückenbau, das Verschwinden oder wie man sagen könnte, der Tod von Rick Grimes. Ein riesen Timeskip, der viele Charaktere super gut formt und vielen Charakteren mehr Bildfläche gibt und allgemein das Leben nach dem Krieg gegen die Saviors. Der Aufbau von verschiedenen Basen, das heißt mit Alexandria, Hilltop, Kingdom und so weiter. Es herrscht erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dann bekommen wir schon die nächsten Bösewichte eingeführt und das sind die Whisperer. Vorher gehen wir aber nochmal nach Fear the Walking Dead Staffel 5 und das Ganze würde ich unter dem Namen der Virginia Arc zusammenfassen. Ich bin ganz ehrlich, mit einer der schwächsten Staffeln in dieser ganzen Serie. Ich kann mich kaum noch an den Inhalt erinnern. Es geht halt viel um diese verschiedenen Standpunkte von Virginia mit ihren ganzen Cowboy-Leuten, wie auch immer sie hießen. Ich habe es absolut vergessen. Es ist sehr viel drunter und drüber, gerade durch dieses Morgen, ich möchte allen helfen und allen retten Ding. Irgendwie sehr, sehr schwierig, sage ich mal so. Aber gut. Gehört dazu. Denn wir springen auch direkt wieder zurück, wieder zu The Walking Dead und zwar hier in Staffel 10. Die Whisperer sind die größte Bedrohung momentan und es ist der Krieg gegen die Whisperer, der Höhepunkt. Wir bekommen einen Negan, der hier auf eine Einzelkämpfer-Tour geht, um einfach, weiß ich nicht, sich selbst zu finden. Wir bekommen das Commonwealth eingeführt, quasi schon der neue große Gegenspieler für die finale Staffel und gleichzeitig bekommen wir das Ende der Whisperer mit dem Ende von Alpha und dem Ende von Beta, was man einfach mal sagen kann, einfach super episch war. Und jetzt wird es interessant, denn hier kommt The Ones Who Live, die ersten beiden Folgen. Denn ja, Rick ist schon länger beim CRM, wir bekommen aber hier jetzt quasi seine Sicht bis zu dem aktuellsten Zeitpunkt und gleichzeitig bekommen wir Michonnes Sicht. Denn zum Ende von Staffel 10 geht Michonne ja nach Rick suchen und das ist quasi das, was wir in Folge 2 sehen. Dementsprechend ist The Ones Who Live theoretisch gesehen jetzt Folge 1 und 2 dran, damit ihr ungefähr auf dem zeitgleichen Stand seid, wie wir halt jetzt hier allgemein sind. Und dementsprechend geht es dann aber auch nach diesen zwei Folgen direkt weiter. Denn jetzt bekommen wir World Beyond Staffel 1. Ich würde euch sehr gerne jetzt verraten, was genau da drin passiert. Vielleicht ist es auch besser so. Wir bekommen Kinderüberlebens-Action in der Apokalypse. Die wollen irgendwie zum CRM und wollen da die Eltern oder den Vater irgendwas Heilung, CRM, irgendwie so eine Action. Das Ganze geht genauso informativ weiter mit Staffel 2 von World Beyond. Die Kinder sind weiterhin auf der Suche oder haben das CRM gefunden. Wichtig ist jetzt nur hier, wir bekommen Jadis. Und jetzt kommt die große Verknüpfung, denn Jadis droppt eine Aussage bezüglich Rick, den wir ja jetzt wissen, durch Folge 1 und 2 von halt The Ones Who Live, dass er beim CRM ist. Und dementsprechend sind wir jetzt hier in dieser Timeline, wie ich gerade eben sagte, dass wir ungefähr in demselben Bereich sind. Rick ist beim CRM, Michonne findet quasi Rick und Jadis erklärt, wen sie da gefunden hat. Es geht um Rick, damit wir hier die CRM-Verknüpfung quasi bekommen. Nach World Beyond Staffel 2 geht es zum großen Finale der Hauptserie, Staffel 11, The Walking Dead. Das große, epische Finale gegen das Commonwealth, der Kampf gegen das Commonwealth, der Kampf gegen die Reaper, kann man jetzt gut oder schlecht darstellen, der allgemeine Finalkampf, das Finale, was uns zum einen zeigt, wohin es mit Daryl geht, was uns aber auch gleichzeitig quasi gezeigt hat, was für Spin-offs als nächstes kommen, die wir aber lustigerweise schon
und teilweise halt angekratzt mit The One to Live Folge 1 und 2. Und das Ganze wird dann perfekt fortgeführt, indem wir uns jetzt mit den restlichen Folgen von The One to Live begnügen. Denn hier sind wir nun auf dem aktuellen Stand. Staffel 11, Ende ist ungefähr auf demselben Stand wie des mittleren Teil von The One to Live. Dementsprechend sehen wir, wie Rick und Michonne zusammenarbeiten, wie sie gegen das CRM kämpfen, wie sie das CRM besiegen. Und ja, Spoiler Alert, wie sie halt zu ihren Kindern finden. Ja, gerade mit The One to Live, finde ich, wird die Timeline nochmal ein bisschen komplizierter, als man denkt. Jetzt gehen wir aber wieder ruhig weiter, und zwar mit Fear the Walking Dead Staffel 6. Es ist das Ende des Virginia-Arcs und der Start von Teddy und seiner atomaren Apokalypse-Szenarien, die er da geplant hat. Dementsprechend bekommen wir hier nicht nur die Walker, die für uns in Bedrohung sind, sondern nein, die Atombomben, die hier irgendwie uns bedrohen könnten, sind hier quasi der größte Feind. Ja, an dieser Stelle muss ich mich aus dem Schnitt melden, denn ich, Vollidiot, habe vergessen, Staffel 7 hier einzubauen. Irgendwie ist sie mir nicht aus dem Skript aufgefallen, deswegen hier kurz zusammengefasst. Also Staffel 7 ist im Prinzip nach Staffel 6 die ganzen Auswirkungen der atomaren Welt, die Sache mit Victors Hotel und wie gesagt dieses ganze Drumherum bezüglich atomar verseucht, die Walker sind atomar verseucht und verschiedene Krankheiten. Gerade was Bisswunden angeht, wird hier The Walking Dead ein wenig umgeschrieben. Ja, und jetzt geht's wieder ganz normal weiter. Und so schnell sind wir auch beim Finale von Fear the Walking Dead, und zwar Staffel 8. Hier bekommen wir quasi das große Padre aufgelöst. Die Suche nach Padre. Was ist Padre? Wer ist Padre? Padre, Padre, Padre. Es gibt sehr viel Padre in dieser Staffel. Und vor allem ist die Staffel zweigeteilt. Einmal in die Verabschiedung von Morgan, also quasi sein Weggehen von Fear und theoretisches Zurückkommen in The Walking Dead, indem er ja Rick sucht, der zu diesem Zeitpunkt ja schon wieder zurück ist. Und der zweite Teil ist dann einfach das Ende von Fear the Walking Dead. Wir bekommen Troy zurück, wir bekommen Madison zurück, wir bekommen die ganzen OG Fear the Walking Dead Charaktere, mit denen es quasi angefangen hat, zurück und bilden hier ein großes Happy End. Somit haben wir einmal das Ende für Fear the Walking Dead Morgan und einmal das Ende für Fear the Walking Dead Fear the Walking Dead. Als nächstes knüpft hier an Daryl Dixon in Staffel 1. Denn ja, quasi das Ende von Staffel 11, wo er losfährt, um Rick zu suchen, knüpft hier direkt an. Wir sehen, wie er nach Frankreich kommt. Wir sehen, wie er mehr oder weniger neue Freunde findet, eine neue Bestimmung gefühlt findet und auch wie er trotzdem versucht oder wie er wieder gerne zurück nach Amerika will, weil er ja nach wie vor, naja, Rick finden will, gerne wieder zurück zu Carol will und dem ganzen Gedöns. Dann kommt hier Daryl Dixon Staffel 2. Hierzu kann ich euch noch nichts sagen, weil die Staffel stand jetzt noch nicht draußen ist. Aber grundlegend wissen wir, in Daryl Dixon Staffel 3 ist er immer noch nicht zurück in Amerika. Er ist dann in Spanien. Dementsprechend, timeline-technisch, ist Staffel 2 hier definitiv. Staffel 3 kommt hier auch danach. Und vielleicht auch Staffel 4. Weil nach wie vor muss man bedenken, sowohl Rick ist wieder zurück, Morgan ist auf dem Weg zurück. Diese ganzen Enden, also die letzten paar Punkte, sind alle ziemlich verknüpft in einem Bündel. Also die laufen ziemlich parallel, auch wenn man es halt nicht merkt, weil sie halt Jahre auseinander liegen. Nach theoretisch gesehen Daryl Dixon Staffel 2 schaut ihr dann Dead City Staffel 1. Weil der ganze Bums spielt 2029. Ja, wir starten 2010 mit Staffel 1 von Fear the Walking Dead und enden Stand jetzt 2029 mit Dead City. Maggie und Negan in Manhattan. Dementsprechend muss man hier bedenken, es hätte schon längst zu einem Wiedersehen zwischen Negan und Rick kommen können. Daryl könnte schon wieder zurück in der Heimat sein, denn wie gesagt, wir befinden uns hier 2029. Und zu guter Letzt würde hiernach definitiv in der Timeline Dead City Staffel 2 kommt, denn das spielt mindestens 2029, vielleicht eher 2030. Auf jeden Fall sehr, sehr weit in der Zukunft abgeschnitten von all den anderen letzten Staffeln folgen, die wir so bekommen haben. Ja, und somit hat man 19 Jahre in der Apokalypse nun auf dem Buckel. Grob gesagt ist das definitiv die chronologisch richtigste Timeline, in der man The Walking Dead gucken kann. Wie gesagt, es ist nicht die gemütlichste. Ich würde es, glaube ich, nicht so gucken, auch wenn es ziemlich interessant wäre. Aber irgendwie, wenn man die Story kennt, muss man nicht unbedingt quasi die Parallelen dazu direkt hintereinander sehen. Gerade wenn es um Sachen wie The One to Live geht, wo man Folge 1 und 2 guckt, dann wieder zu anderen Staffeln wächst und dann die restlichen Folgen sehen, finde ich ein wenig schwachsinnig, was ich dann hingegen wieder ganz gut finde, wenn man sagt, okay, ich gucke viel The Walking Dead 1, 2, 3 und fange dann quasi mit The Walking Dead an. Ja, und das wäre jetzt, wie gesagt, die Timeline. Wenn ihr es so gucken wollt, wäre das, wie gesagt, der richtigste Weg. Und ja, es ist, wie gesagt, maximal verwirrend, gerade die ganzen Timeskips, die Tatsache, dass wir uns in Dead City grob im Jahr 2029 befinden, jetzt versteht mich hier nicht falsch, es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Das ist so die ganz, ganz grobe Zeitrechnung von Leuten im Internet, habe ich mir nicht ausgedacht. Ist einfach, wird im Internet so, naja, gehandelt. Und wie gesagt, zu Zeiten von Dead City ist vieles anderes schon abgeschlossen. Wie gesagt, Daryl könnte tot sein, Rick könnte tot sein. Theoretisch wäre alles möglich. Heißt, mit Dead City Staffel 2 gucken wir in die Zukunft. Und wenn uns da was gesagt wird, wissen wir,
es hat noch einen Weg dahin. So, ich hoffe für die Leute, die vielleicht mit Walking Dead jetzt gerade erst anfangen oder auch für die Leute, die es schon gucken, aber jetzt wirklich sagen wollen, ich möchte es in der chronologisch richtigen Zeit gucken, hat dieses Video hier weitergeholfen. Wie gesagt, sehr verwirrend sind hier die ganzen Timeskips. Drei Staffeln befinden sich in einem Zeitraum von 2 Wochen. Dann hat man eine Staffel, in der 3-4 Jahre geskippt werden. Es ist super, super schwer, hier die Zeitrechnung noch im Auge zu behalten. Tales of the Walking Dead habe ich hier mal nicht mit reingepackt, denn diese Folgen sind wirklich super verschieden gestaffelt. Um eine Folge wird es mal demnächst noch ein Videothema geben, weil das zeigt uns vielleicht wirklich, dass es niemals ein Heilmittel in The Walking Dead geben wird. Zumindest nicht, was wir sehen werden. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein extra Video. Wenn euch das interessiert, was quasi wirklich die Zukunft, also in der Welt von The Walking Dead mit sich bringt, ob es jemals ein Heilmittel gibt, wenn euch das interessiert und dieses Video nicht verpassen wollt, checkt gerne den Kanal aus und lasst ein Abo da. Ich packe jetzt hier links und rechts noch Videos hin, die auch mit dem Thema The Walking Dead zu tun haben. Wenn euch das interessiert, checkt sie gerne aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.